Hallo Leute, willkommen zu einem Video zu Brawl Stars. Ich habe im letzten Video eine riesige Chance gegeben. Und zwar habe ich am Ende vom letzten Video gesagt, schreibt mal irgendeinen Brawler in die Kommentare und diesen Brawler spiele ich dann. Und diese Chance haben nicht alle genutzt, sondern nur ganz wenige haben diese Chance genutzt. Und auf jeden Fall der Kommentar, der am meisten hochgevotet wurde, Jean. Ich muss im Video heute Jean einmal spielen. Ich habe auch gesehen, dass er eine Ausrüstung hat, wo der mehr Reichweite kriegt mit der Zauberhand. Aber ich mache zwei... Okay, was? Kostet 2000? Ich finde es zu lustig, um es nicht zu machen. Ich mache das einfach mal. Es ist viel zu teuer. 2000 ist auch, finde ich, absolut wild. Wunderlampe, da kann ich Gegner zurückstoßen. Da habe ich ein zielsuchendes Projektil. Und je weiter das fliegt, desto mehr Schaden mache ich. Das kann bis zu 1400 Schaden machen. Ich denke, der Knockback ist halt besser. Hier kann ich einmal Verbündete heilen oder mit meinem Super mehr Schaden machen. Ja, und ich gucke mir jetzt einmal Jean in jeden Modus einmal an und ich beginne erstmal in Solo-Showdown. Ja, und es hätte alles Mögliche sein können. Deswegen interessant, dass es auf Jean geendet ist. Ich hatte Jean jetzt gar nicht als so beliebten Roller abgespeichert, ehrlich gesagt. So, wenn die Bibi zu nahe kommt, ich kann die einfach wegstoßen. Ja, ist gar kein Problem. Müsste ziemlich tot sein. Komm mal zu mir. Ah, nein! Okay, das ist asozial vom Timing. Lade ich meinen Super nochmal ein bisschen auf. Warte. Gut, ich hätte diesen Busch checken müssen. Ich habe es nicht gemacht, ich habe jetzt gebetet. Ich muss gleich auch mal gucken, wie gut die Reichweite wirklich ist von meinem Super. Das habe ich nicht so richtig auf dem Schirm. Hier oben ist doch noch einer, oder? Nein, nein. Ja, scheint nicht. Null Fragen, das war knapp. Wenn ich mach mal was. Oh. Es hat nicht gepasst, also es hat nicht das geklappt, was ich wollte. Ich wollte jetzt ein bisschen laufen und den dann nochmal... Oh, Brock... okay, ich krieg die nicht, die da liegen. Na. Ja. Ja. Oh, let's go. Alles läuft hier nach Plan. Gut. Der Brock da unten ist kacke. Die Bibi ist, glaube ich, auch nicht so gut. Also sollte... Warte. Ja, let's go. Ziemlich entspannt gewonnen. Ich würde sogar sagen, das war für meine Verhältnisse, für sich Dream, seit 30 Jahren nicht mehr gespielt habe, war sogar ansatzweise clever. Ich kann jetzt auch hier das Angebot abschließen, die letzten Münzen da mitnehmen. Jupp, das ist mal ein gutes Angebot. Also da gab es wirklich ordentlich Kohle. Ganz ehrlich, wenn ich das mache, dann mache ich das ohne Aufnahme, weil ich will nicht zeigen, wie ich einfach 12 Euro für Münzen ausgebe. Ne? Macht das nicht, wenn man privat spielt, gibt dafür kein Geld aus. Ich will das andere Gadget ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren, weil Gegner zurückzustoßen einfach halt objektiv so viel besser ist. Mich kann Edgar anspringen und ich bin nicht tot. Wenn mich ein Edgar anspringt, ich habe das andere Gadget, dann mache ich damit irgendwie 300 Schaden mehr. Was ist ja die Reichweite, die den Schaden da ausmacht. Ich will das Gadget wahrscheinlich nicht mal wechseln, ehrlich gesagt. Es ist nur die Frage, wen ich ranziehen soll. Es muss halt jemand sein, den ich auch killen kann. Das Problem ist, dass da halt noch die Shelly ist, was ein bisschen nervig ist. Aber den Bow, ich könnte ihn jetzt greifen und killen, denke ich mal. Ich weiß halt nicht, wie gut die Reichweite ist. Ich muss mal kurz checken. So. Und das ist die geboostete Reichweite. So insane wirkt die gar nicht. Ich predict einfach mal. Mega gewastet. Okay, gut. Gut. Ich dachte halt, da ist der Bo im Busch. Der Predict war gar nicht dumm. Das Aim war nur nicht da. Es gab vor einigen Wochen einen Leak, beziehungsweise Supercell hat das selber geleakt, zur nächsten Hyperladung, die ins Spiel kommt. Und da waren Hände zu sehen. Und da ist die Vermutung gewesen, dass Jean vielleicht auch eine Hyperladung kriegt. Ich YOLO das gleich einfach. Ich mach Jean einfach gleich auf Level 11. Oh Gott. Okay. Die Distanz wirkt aus meiner Sicht gar nicht so weit, aber ich habe einfach 4000 Schaden kassiert mit dem Treffer. Oh, ist das dumm. Ist das dumm. Ich mache Max Level Jean. Alter, das hat so viel Geld weggeballert, ne? Aber es war halt der Leak mit diesen mehreren Händen. Also, wenn es nicht Jean ist, habe ich ein Problem. Mir fehlt eine Münze, um mir noch die Ausrüstung zu holen. Ich meine, ich habe jetzt mehr Leben. Ich mache jetzt mehr Schaden. Nein, ich wollte ihn auch noch mitnehmen. Wieso bin ich... Hätte ich eine Münze mehr. Eine einzige. Oh, ist das eine Bot-Runde? Habe ich jetzt so oft nacheinander verloren, dass ich eine Bot-Runde gekriegt habe? Ich kann nur sagen, dass das Spiel Mitleid mit dir hatte und der ist tot. So. Wenn der Griff auch noch Schaden macht, während ich den greife... Nee, es ist keine Bot-Runde. Das war einfach nur ein komischer Anfang, glaube ich. 3400 Schaden mache ich. Wenn ich einen greife und den dann dreimal hitze währenddessen... Ja, 8-Bit, sorry, du bist tot. Jo. Mir fehlt hier ein Level, dann würde ich nochmal Fettmünzen kriegen. Ich hatte letztens noch einen Kommentar, der mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und zwar hat mir eine geschrieben, Herr Bardur, wenn Leute Taschengeld haben,
sollen die doch ihr Geld für Worlds ausgeben. Ist doch deren Sache, für die ihr Geld ausgeben. Und dann muss ich sagen, nein. Es ist egal, wie viel Taschengeld du kriegst oder wie viel Geld du hast. Wobei, okay, anders. Wenn du schon eine Ausbildung bist, einen richtigen Job hast, dann ist das natürlich irgendwo egaler, was du mit deinem Geld machst. Da kannst du mal 10 Euro irgendwo ausgeben. Wobei auch da, das bleibt oft ja dann nicht bei 10 Euro. Es gibt viele Menschen, die tausende Euro ausgegeben haben für so Supercell-Spiele. Ja, da habe ich auch von ein paar Leuten gehört, die fünfstellig viel Geld ausgegeben haben für irgendwie Clash Royale oder Brawl Stars zusammengerechnet, die nicht Millionär sind. Nur weil du ein bisschen Geld hast, musst du das ja nicht ausgeben für irgendwie Videospiele. Überleg mal, sagen wir, du gibst 10 Euro jeden Monat dafür aus. Du hast aber 12 Euro Taschengeld jeden Monat. Willst du nicht lieber mal sparen, um vielleicht mal deinen Eltern was zum Geburtstag zu holen? Willst du vielleicht lieber sparen, um dir was anderes zu holen? Oder, wisst ihr, also, oh Gott, okay. Gerade wenn du nur Taschengeld hast, ist es doch wichtig, schon in jungen Jahren zu lernen, bewusst mit Geld umzugehen. Weil wenn du dein ganzes Taschengeld für irgendein Supercell-Gedöns ausgibst, wann willst du mal lernen, bewusst mit Geld umzugehen? Dann hast du doch genauso, bis zu 20 Jahre, hast Geld, aber gibst dein gesamtes Gehalt für Schwachsinn aus. Oder lebst dann auch später über deinen Verhältnissen und kaufst dir ein teures Auto, obwohl du kein Geld hast. Ne, also bewusst mit Geld umzugehen, das kannst du auch in jungen Jahren schon lernen. Und ich finde verrückt, wie kein Mord es checkt, dass ich den zurückdrehen kann. Wieso ist der schon Level 8 eigentlich? Wild. Ne, aber... Ich war so lange betäubt, ich konnte ihn gar nicht wegdrängen. Ne? Und warum ich sage, dass das Geld hier sinnlos ausgegeben ist, du kannst dir alles in diesem Spiel hier kostenlos freispielen. Es gibt keinen Grund. Es gibt, wenn du nicht viel Geld hast, gibt es keinen rationalen Grund, überhaupt nur einen Cent für dieses Spiel auszugeben. Wenn ich das Spiel privat spielen würde, ich würde auch kein Geld hierfür ausgeben. Was für eine Mission hat der hier? Er stirbt. Er ist tot. Zack. Was auch immer seine Mission ist, ist gescheitert. Okay. Oh. Ja, gut. Okay, kurz ein bisschen gedodged. Du bist tot. Ah! Nein! Hätte ich ihn noch zurückdrängen können von der Reichweite? Das sind jetzt aber auch wieder Scheiß-Lobbys. Eben sind alle so schnell gestorben. Okay, so, der ist tot. Das Gute ist, wenn ich meine Griff-Kombo mache, ist das guter Schaden. Ich kann mal einfach einen raussnacken. Ich denke, den Rico rauszusnacken ist immer die richtige Wahl. Ja, oder sie jetzt halt. So. Okay, der kommt einfach von sich aus zu uns. Auch nett. Okay. Ich hätte einen noch mit meinen Super killen können, wenn ich drüber nachdenke. Hätte ich machen sollen. Mit meinem Gadget. Okay, ist mir gerade wieder aufgefallen. Mit dem Gadget heile ich hier auch. Wenn ich treffe. Das habe ich auch komplett underused so. Ja, also mit dem nächsten Griff muss ich den richtigen rausgreifen. So. Oh, wieso habe ich Gadget nicht aktiviert? Das tut weh. Und die generelle Performance von mir war nicht schlecht. Ich habe am meisten Schaden in der Runde gemacht. Aber ich hätte halt die Runde entscheiden können ohne Probleme. Das ist halt ärgerlich. Ach, der scheiß Grog, Alter. Der bleibt da einfach wie so ein NPC stehen und jietet sein Gedöns über die Wand. Wieso ist der da oben einfach im Busch? Ich hab's ja gerade aufleuchten und dachte, hä? Was ist der Boy denn am Kochen? Mein Tipp an Fangspieler, den All-In-Push wollt ihr erst machen, wenn ihr auch safe jemanden killen könnt. Ja, ist ein L, der ist... Oh, Fang hat noch geklatscht. Fang, mein Goat. Ey, let's go. Ich hab nie was gesagt. Ich hab nie Fang angezweifelt, sein Skill. Aber ich finde, der Dash ist eigentlich am klügsten, wenn da zwei Gegner sind, die Lowlife sind. Oder zumindest die Hälfte des Lebens haben. Fang ist bei mir auch extrem Hit or Miss. Ich glaube, wenn man all meine Fang-Runden zusammenrechnet, habe ich in mehr Runden halt Blödsinn gemacht, als ich gute Sachen gemacht habe. Und ich hatte wirklich Fang-Runden, wo ich irgendwie drei Triple-Kills hatte. Ich sollte Surge als nächsten killen, weil der baut sich da gerade so ein bisschen sein Imperium auf. Also er levelt sich halt hoch. Das will ich nicht. Habe ich dir doch verboten, Search. Sogar wegheaten, bevor... Okay, trotz Reichweitenboost hat das nicht gereicht. Okay, jetzt... Ah, der ist hängen geblieben. Ja, er hat so eine Runde, wie ich immer mit Feng. Ah, ich bin doch dumm gestorben. Ah, Feng hat so eine Runde, wie ich immer. Ey, ich habe auch gerade echt nur dumme, unlucky Runden auch noch, ne? Ich habe einen Sandy, der 0-4 gegangen ist. Let's go. Münzen. 900 Leben mehr.
Ey, was ist das denn für eine gebuffte? Sorry, aber ich habe 2000 ausgegeben, um die Reichweite zu buffen vom Super. Und das Super hat immer noch eine scheiß Reichweite. Okay, werd nicht mehr der letzte Takedown, der, also letzte stirbt. Nehme ich nicht. Wer ist 1000-mal gestorben von meinen Teammates? Ja, wieder. Ist das wenigstens ein Underdog-Match gewesen? Der eine Teammate ist 4-mal gestorben und der andere ist 5-mal gestorben. Was soll ich denn tun? Aber auch da wieder, ne? Uns haben am Ende 3 Kills gefehlt. Muss man auch mal so sehen, wenn ich besser gespielt hätte, ich hätte die 3 Kills auch machen können. Man kann sich immer an die eigene Nase fassen. Ist aber natürlich trotzdem ein krasses Handicap, wenn die Teammates nichts anderes machen, außer sterben. Aber ich hätte auch natürlich trotzdem die Runde gewinnen können. Logisch. Steht komplett außer Frage, meiner Meinung nach. Übrigens auch interessant, dass mein Teammate einfach, also der sieht, dass er an Frank angreift und der rennt einfach in den rein. Würde mich auch mal interessieren, was so sein Kopf vorgegangen ist in der Situation. Ach komm, scheiß drauf. Weg mit. Okay, die Reichweite ist nicht so krass, wie ich dachte. Alter, hört mal auf zu sterben, Teammates! Jesus! Nee, Alter, was bist du? Was für ein Kamikaze-Dude ist das? Er ist einfach wieder in 2 Gegner reingerannt. So, 1 Kill noch. Okay, der Griff hat's entschieden. Aber warum war das so knapp, Teammates? Könnt ihr mir das mal erklären? 5-mal ist er gestorben. Nee, er hat viel Schaden gemacht, klar. Er ist doch jedes Mal kamikaze-mäßig in die Gegner reingerannt. Okay, war ja der Underdog? Ich werde niemals einen Underdog kritisieren. Er war der Underdog, okay. Dann hab ich nichts gedacht. Habe ich nichts gesagt. Tot ist er, aber sieht interessant aus. Oh, ist nicht tot. So. Weil die kann halt viel Schaden an unserer Tour machen. Ganz ehrlich, das ist okay. Gut, er ist natürlich auch scheiße in diesem Modus, muss man auch mal so sagen. Feng und Jean sind halt beides nicht so die Goats, wenn es darum geht, Schaden. Es war ein Underdog-Match, okay. Also, was auf jeden Fall eine schlechte Uhrzeit zum Spielen ist, ist morgens. Ich habe ja letztens gecheckt, ob mittags oder, ne, aber das jetzt ist einfach eine richtig schlechte Uhrzeit zum Spielen. Ich hab ja nur Blödsinn. Und das ist safe kein Underdog-Match. Doch, es ist ein Underdog-Match. Ey, dann will ich nichts gesagt haben gegen Lex. Ich habe 3 Underdog-Matches nacheinander gekriegt. Und ich muss dann in den Kommentaren lesen, dass mir Leute sagen, dass die für Wochen kein Underdog-Match mehr hatten. 50% meiner Matches sind Underdog-Matches. Wirklich, das ist zum Mäusemelken. Die Runde jetzt ist ein Gratis-Sieg, das ist cool. Warum auch immer das ein Gratis-Sieg ist, aber das ist cool. Aber ich habe genug von diesem Underdog-Scheiß. Hä, was macht denn der Sprout? Wie ist das ein Underdog-Match? Ich verstehe nicht. Das war komplett free. Also, hatten die Gegner jetzt ein Underdog-Match? Nein, Uncut-Partie. Ich hatte noch keine Uncut-Partie. Ich habe jetzt lange genug aufgenommen. Ich habe jetzt 44 Minuten aufgenommen, 45 Minuten aufgenommen. Okay, es gibt keine Uncut-Partie heute. Ist okay, vielleicht habe ich irgendeine andere Partie. Vielleicht diese eine, wo ich schnell gewonnen habe, ist die Uncut-Partie. Aber das hier ist... Das ist cursed. Tue ich euch nicht an. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Oh, warte. Nein! Wieso sage ich warte? Ich habe gewartet und es ist wieder schlechter geworden. Ja gut, und dafür kriege ich jetzt... Mein Internet ist da übrigens. Ja gut. Okay. Das jetzt ist natürlich kein Underdog-Match, ne? Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dann, Leute. Und ciao.